Heute gibt es ein bisschen ein anderes Format meiner Videos, denn ich möchte euch mal so ein Roundup geben über das, was aktuell anliegt. Und natürlich gucken wir auch noch einen kleinen Unfall auf dem Schachbrett. Also ich habe auch noch was für euch schachlich gesehen. Aber zuerst mal möchte ich mit euch reden über das kommende Rapid and Blitz Tata Steel India Event. Was steckt dahinter? Ihr seht schon, Magnus Carlsen hier auf dem Bild hat eine Simultanvorstellung gegeben. Aber nicht nur Magnus Carlsen, denn wie wir sehen, auch zum Beispiel Vincent Kaimer. Ja, ich habe das mal für euch hier vorbereitet. Irgendwie sind die Bretter relativ klein, oder? Für ein Simultan? Ich weiß nicht. Aber gut, Vincent befindet sich im fernen Indien und ja, da gibt es ein Turnier Rapid and Blitz. Die Teilnehmer, ja, ich mache das mal weg hier so, die seht ihr hier. Also das ist mal heftig. Guckt mal, ein offenes Turnier, Magnus Carlsen, Dubov, Abdusatorov, Kaimer, eben wie gesagt, Wesley Sowidit, Narayan Prak, Nihal Sharin und Arjun Erigaisi, der 2800er Überflieger. Es gibt auch ein Frauenturnier. Leider ist da keine deutsche Teilnehmerin dabei. Wo ist eigentlich die Josephine oder die Ellie Beetz und so? Schade. Na gut, aber trotzdem super stark besetzt natürlich. Die spielen erstmal ein Schnellschachturnier. Und zwar mit einer relativ langen Bedenkzeit. Also, ihr seht, 25 plus 10. Und natürlich wollt ihr auch wissen, wann ist denn die erste Runde? Ja, das kann ich euch genau sagen. Nämlich am morgigen, also ja, je nachdem, wann ihr das Video seht, auf jeden Fall ab dem 13.11. jeweils 9:30 Uhr unserer Zeit. Natürlich ist in Kolkata findet das statt, sind die natürlich ein paar Stunden voraus. Also, ne, ihr seht, 14 Uhr Ortszeit, 9:30 Uhr unserer Zeit, das ist zu früh. Also, ne, da werde ich natürlich erst am Nachmittag was dazu machen. Fakt ist, danach gibt es noch ein Blitzturnier, das ist aber nicht kombiniert. Also erstmal gibt es irgendwie, glaube ich, 10.000 Dollar für den Sieger des Rapid-Turniers und so weiter. Danach wird noch ein Blitzturnier gespielt. Dann drücken wir mal dem Vincent die Daumen. Natürlich ist das Teilnehmerfeld der Hammer. Ja, klar. Also, das so viel dazu. Und dann, nach diesem Event, gibt es noch so ein Showmatch zwischen Carlsen und Caruana im Chess 960. Hand and Brain spielen die und das alles in Singapur. Warum in Singapur? Das erzähle ich euch jetzt. Ja, und ihr seht das ja schon im Hintergrund eingeblendet. Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Gesponsert bei Google, ja. Kein Witz, das ist das offizielle Logo hier. FIDE World Championship Match presented by Google. Und ja, natürlich wisst ihr Bescheid. Der aktuelle Weltmeister Ding Liren hier links zu sehen gegen Gukesh, den Herausforderer. Das Ganze, wie gesagt, in Singapur. Ich meine, das schaut euch mal das an. Das ist der Wahnsinn, ja. Ich weiß nicht, wart ihr schon in Singapur? Ich nicht, aber allein die Architektur ist ja der Hammer. Also, da findet das statt und das Ganze hier. Ab dem, nicht dem 20. November, da ist der Anreisetag mit gemeint, sondern für euch mal zur Information, der erste Spieltag ist der 25. November. Also am 25. November ist die erste Runde und das Ganze natürlich ein Match über 14 Partien und ja, wer 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister. Jo, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wer ist für euch Favorit? Ich meine, wir haben ja schon öfter diskutiert in den Kommentaren, oder? Also hier unten drin, ne? Da könnt ihr ja auch mal sagen, also glaubt ihr, dass Ding die rennende Chance hat? Er hat nach eigener Aussage gesagt, er ist sicherlich der Underdog in dem Match, also Zitat, aber er hofft, dass er wenigstens ein spannendes Match liefern kann. Also, wenn man das mal mit früheren Weltmeistern vergleicht, insbesondere fällt mir Garry Kasparow ein, ja, das sind ganz andere Welten. Also der hätte gesagt, wer da kommt, ist mir egal, ich hau alle weg. Aber ja, die Menschen sind verschieden und Ding, die rennen natürlich nicht in der Form, in der er schon mal war. Gukesh auf der Überflieger, fast 2800 Elo schwer. Also ich will jetzt auch nicht zu tief in die Glaskugel gucken. Alles andere als ein Erfolg von Gukesh wäre wahrscheinlich eine Überraschung. Aber man weiß ja nie, wie so ein Match läuft. Ja, so ein Match kann ja auch so eine Eigendynamik annehmen. Ja, also warten wir es einfach mal ab. So, Leute.
Jetzt habe ich euch minutenlang mit Informationen zugeschüttet. Hoffentlich war das angenehm für euch. Ich möchte euch aber, wie versprochen, auch noch eine kleine Anekdote auf dem Schachbrett zeigen. Und das wurde gespielt während der europäischen Einzelmeisterschaften in Petrovac in Montenegro in Runde 5. Protagonisten Felix Bloberger, Entschuldigung, Felix Bloberger, ein GM aus Österreich, 22 Jahre alt, gegen Alexander Ingic aus Serbien. Und wisst ihr was? Ich mache trotzdem noch ein kleines Intro, oder? Ja, dann sage ich's doch. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselais Gunnis YouTube-Kanal. So lange, lange Einleitung. Ich wollte euch halt mal die Informationen liefern, die also was jetzt als nächstes ansteht an Großevents. Wie gesagt, die Europameisterschaft läuft noch lange 7 Runden, also es sind insgesamt 11 Runden, langes Turnier. Ich kann euch schon mal sagen, Frederik Svane hat Remis gespielt, Rasmus Svane hat Remis gespielt, Alexander Donschenko hat gewonnen, Daniel Friedmann hat gewonnen. Alles wunderbar für die deutschen Teilnehmer. Aber wir gucken auf eine Partie, ja, ich habe gesagt, ein Unfall. Ja, und was ich damit meine, ist Folgendes. Schaut mal, vorher darf ich noch sagen, Leute, ich hoffe, ihr seid zufrieden und lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt, weil wir sind kurz vor den 14K. Ja, also lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts oder unterstützt mich auch gern mit einer Spende via PayPal, wenn ihr mögt. Das hat übrigens der Erik getan, hier oben Erik. Vielen, vielen Dank für den netten Begleittext noch. Danke für deine Unterstützung. Kanalmitglied könnt ihr auch werden. So, warum Unfall? Was ist hier passiert? Naja, schaut mal. Felix Bloberger spielt Springer F3, wir sehen Springer F6, C4 und B6. Das ist übrigens ein Aufbau, ja, so ein damenindischer Aufbau gegen Englisch, ja. Ich kann das empfehlen, B6 an der Stelle gegen das weiße C4. Ist ein giftiges System. Aber gut, G3, C5, jawohl. Läufer G2 und Läufer B7 natürlich. Rochade von Weiß und G6. Also der Alexander Ingic ist natürlich ein super starker Spieler und er wählt hier ein Doppelfianchetto. Aber Felix Bloberger, der ist auch nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen, gell? Wie man in Österreich sagt, liebe Österreich-Fans oder Freunde aus Österreich natürlich auch. Läufer G7 und Turm E1. All das ist nichts Neues. Das gab es schon auf Spitzenlevel rauf und runter. Insbesondere eine schöne Partie gefunden von Alexander Grischuk. Ja, den gibt es auch noch. Gegen Alexander Morosevic aus dem Jahre 2004. Wahnsinn, ja. Also, all das ist schon gespielt worden. Man kann hier verschiedene Sachen spielen mit Schwarz, Springer C6, Rochade und so weiter. Aber wir wollen jetzt nicht zu tief in die Theorie abtauchen. D6, E4 vom Felix und E5 hier von Ingic. Und der macht, ihr seht schon, der stellt seine gesamten Bauern hier alle auf Schwarz. Ja, das kann man machen. Das ist sehr solide, schwer zu knacken. Aber Weiß sagt, ja gut, wenn du die alle auf Schwarz stellst, stelle ich halt meine auf Weiß. Ne? Und dann gucken wir mal, welcher Läufer irgendwann mal Wirkung entfaltet. Rochade. A3, huch, hier steht ein Bauer auf Schwarz. Unfall? Nein, das ist nicht mit dem Unfall gemeint. Springer C6, Turm B1, guter Zug auch. A5 und ihr seht, da wird konsequent weitergemacht mit dieser treppenartigen Struktur, hier alles auf Schwarz zu stellen. Läufer D2, Läufer C8. Ich meine, klar, der Läufer, ne, der macht jetzt mal auf dieser Diagonalen hier überhaupt nichts mehr. Nachdem alles verrammelt wurde, sondern der ist natürlich auf dieser Diagonalen besser aufgehoben. Okay. Aber Weiß sagt, na gut, wenn du alle deine Bauern auf Schwarz stellst, hier, ne, ich markiere es nochmal, dann hast du sicherlich Schwächen auf den weißen Feldern. Ja, und so ist es dann auch auf D5 und B5. Und das nutzt der gute Felix Bloberger aus, geht nach B5. Und das gilt umgekehrt natürlich auch. Ja, dafür hat Weiß die Schwächen hier auf D4 zum Beispiel. Na gut, also Läufer E6, die Umgruppierung des Läufers wird fortgesetzt. H3 und Dame D7. Erstmal die Türme verbinden hier, sicherlich keine schlechte Idee. Springer G5, relativ aggressiv und der guckt sich natürlich diesen Läufer an. Und deckt natürlich noch H3, ne? Muss ich noch dazu sagen. Die Frage ist natürlich,
Was ist der Läufer wert? Also ist es das wert, diesen Läufer wirklich abzutauschen? Naja, Ingrid sagt, okay, mal gucken, was du machst. Ne? Ich spiele mal H6, greife den Springer an. Und der Felix Blomberger sagt, überlegt, sagt sich, Gott, dann tausche ich den ab. Relativ schnell, ihr seht es auch an der Uhrzeit da unten, hier wurde relativ schnell reingeschlagen. Also 54, 28, 54, 51. Quasi instant, es gibt da 30 Sekunden Increment. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Naja, also Schwarz schlägt mit dem F-Bauern und kontrolliert jetzt dieses schwache Feld auf D5. Okay. Und Felix sagt sich, ja gut, dann lass uns mal Action machen hier am Damenflügel. B4, einmal nehmen, einmal nehmen. Und natürlich möchte Schwarz hier nicht nehmen. Der lässt die Struktur so stehen, warum soll er sich schwächen? Ja, das Nehmen wäre irgendwie, keine Ahnung, antipositionell, möchte ich fast sagen, hier, das wäre kein guter Zug, hier auf B4 zu nehmen. Stattdessen sagt Schwarz, ja, ich mach mal H5. Ne, vielleicht kann man ja irgendwann mal H4 machen. Okay. Dame B3, Bloberger sagt weiterhin, ja, hier, ne, vielleicht. Und überhaupt spiele ich am Damenflügel, was willst du? Ja, Schwarz geht erstmal raus. Aus der Diagonalen, König H7. Turm ED1, der Turm hier auf der E-Linie bringt auch nicht viel. Gehen wir mal lieber hier hin. Was bringt er hier? Da steht der eigene Bauer im Weg. Ne? Gut, Läufer H6, ja, kann man machen. Und der Läufer entzieht sich des Angriffs und geht nach E1. Bisschen strange die Entscheidung, wie ich finde. Also. Vielleicht hätte man einfach Dame B2 spielen sollen und nach dem Schlagen auf D2, ja, nimm halt mit der Dame zurück oder so. Anyway, man kann sicherlich hier auch schlagen. Okay, also Läufer E1, na gut, die Entscheidung von Weiß ist eben den Läufer zu behalten. Und Schwarz sagt sich, oh, du spielst am Damenflügel rum, aber was hast du eigentlich? Ich spiele mal H4. Das hatte ich vorhin schon mal skizziert. H4 bringt so ein bisschen Unruhe in diesen ganzen Königsflügelladen hier von Weiß, vermeintlich. Und die Frage ist natürlich, soll man hier vorbeiziehen? Soll man hier G4 spielen? Das kann man zwar machen, aber man gibt dadurch das Feld F4 ab. Ja, dann kann sich der Läufer da reinsetzen. Weiß ich nicht, ob das so super dramatisch wäre, aber es ist ein bisschen unangenehm. Der Läufer, den kriege ich gar nicht mehr raus, vertrieben hier. Warum eigentlich G4? Ja, man kann auch anders spielen. Zum Beispiel mal die A-Linie besetzen. Turm A1. Okay. Also den A-Turm sozusagen kontern. Okay. Der König geht nach G7. Was steckt dahinter? Naja, vielleicht kann man mal die H-Linie nutzen. Ne? Wenn man hier schlägt, ist die halb offen. Mal schauen. König H2. Schwarz nimmt einmal raus. F schlägt G3. Und Läufer E3. Das sieht. Weiß ich nicht, wie soll ich sagen, das sieht unangenehm aus für Weiß, ist es aber eigentlich gar nicht wirklich, ja. Natürlich ist der Läufer so ein bisschen hier eingedrungen, wie ihr seht, aber was tut er eigentlich da? Ja, so viel tut er jetzt auch nicht. Der Angriff auf der H-Linie ist auch nicht wirklich vorhanden, ist ja alles verteidigt. Und was sollte Weiß tun? Naja, Weiß könnte einmal hier auf C5 nehmen, also ne, so ein bisschen den Damenflügel öffnen. Und jetzt wird die Sache wild. Also, ich denke mal, womit der gute Felix Bloberger eher nicht gerechnet hat, ist der folgende Zug von Schwarz. Wobei, der ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber ist überraschend. Normalerweise hat er wahrscheinlich hier mit Turm schlägt A1 gerechnet. Ja, gut, dann nehme ich halt zurück, ja, und dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Oder man nimmt B schlägt C5, das ist klar, liegt auf der Hand. Aber der gute Alexander Ingic hat hier Springer G4 gespielt. Schach. Und das ist eher so eine Nebelkerze. Gibt's sowas? Ja, es sieht gefährlich aus, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man hier den richtigen Zug macht. Was würdet ihr hier spielen? Liebe Schachfans, wir haben den Schluck-Tee-Moment erreicht. Springer G4 Schach. Das ist ein Opfer, wie ihr seht. Und ihr müsst jetzt mal entscheiden, kann man den jetzt nehmen? Ich mache das mal in grün hier. Kann man den nehmen oder nicht?
Und wenn man nicht nimmt, ja, weil dann bleibt ja nicht viel, dann bleibt ja nur König H1. Schießt ein Schachgebot. Ich nehme mal einen Schluck Tee und sagt mir mal Bescheid, ja? Oder euch selber am besten. Ich kann euch sagen, König H1 ist korrekt, Ausgleich. Also, wenn wir uns das mal anschauen, wir gehen einfach weg, wir entziehen uns des Schachgebotes. Und ja, wie geht es denn weiter für Schwarz? Nicht zu erkennen, also keine Ahnung, man kann jetzt hier weiterhin tauschen. Ja, wie gesagt, das hat man schon mal, dann nehme ich zurück und dann kann der Läufer hier sicherlich auch auf C5 nehmen. Ich bringe die Dame zurück, greife den Springer an, der wird wahrscheinlich hier eindringen. Ja, aber das ist alles nicht so dramatisch. So wirklich weiter geht's halt nicht. Ja, okay, Ausgleich. Die Maschine gibt hier übrigens 0,0. Na gut. Was passiert, wenn man hier nimmt? Das hat Felix Bloberger getan, GM, wie gesagt, und nimmt hier raus. In dem Brustton der Überzeugung, dass nach dem Schach auf H8, also der König kann nicht ziehen, seht ihr ja, aber ich kann ja den Läufer dazwischen stellen, nichts passieren wird. Immerhin hat Weiß eine Figur mehr plötzlich. Ist das so? Ich kann euch mal sagen, die Engine gibt hier ein Matt in 5. Findet ihr das? Was ist der richtige Zug? Warum gewinnt Schwarz hier forciert? Also wunderschön. Ich habe es als Unfall bezeichnet. Natürlich, weil H schlägt G4 war ein dicker, dicker Fehler hier. Es ist ein Unfall sozusagen. Aber man muss es ja auch erstmal umsetzen hier mit Schwarz. Der richtige Zug ist Dame F7. Und es gibt keine Verteidigung mehr. Es gibt keine Verteidigung mehr. Was wollt ihr ziehen? Das Problem ist, dass Dame F1 droht. Mit anschließender Mattsetzung auf H3. Was macht ihr gegen Dame F1? Ich kann das Feld nicht decken. Ja, der Läufer kann nicht nehmen, das ist ja gefesselt. Wenn der Läufer wegzöge, nicht so gut, ne? Dann gibt es hier unten ein ganz übles Schach. Und der König muss nach H1 und wieder Turm H3 und so. Es gibt keine Verteidigung. Ist unglaublich. Man kann nichts machen. Also ich sehe nichts und ihr vielleicht auch nicht. Was wollt ihr vielleicht König G2 spielen? Nee, geht auch nicht. Liebe Schachfans, warum nicht? Naja, ich könnte einfach mal den Turm nach F8 stellen. Jetzt droht schon wieder Dame F1. Es gibt keine Verteidigung. Ja? Wenn man sagt, okay, passt auf, ich tausche mal den Turm raus, das hat der Felix Bloberger hier gemacht in der Stellung. Naja, es kommt trotzdem Dame F1. Und wenn ihr sagt, naja, jetzt droht das Matt auf H3, dann nehme ich den Turm halt auch noch, oder? Ja, hat er gemacht, aber jetzt kommt, na, Dame G1, Schachmatt. Ja, die Sachen gibt es, die gibt es gar nicht, oder? Also eine üble Niederlage für den Felix Bloberger. Ich meine, okay, H schlägt G4. Ich vermute mal, er hat Verzeihung. Ich vermute mal, er hat einfach die Dame F7 nicht gesehen. Das ist meine Vermutung, weil das ist auch der einzige Zug, der gewinnt. Also wenn man hier nimmt und das Schach spielt, König H3, jeder andere Zug gewinnt nicht. Also Turm AF8 oder so. Ne? Aber man muss sagen, auch Turm schlägt H3 wäre noch eine Gewinnoption gewesen. Anyway, Dame F7, ein wunderschöner Zug, der entscheidet. Wegen dieser Drohung hier unten. Wahnsinn. Na gut, das wollte ich euch zeigen. So, Leute, ihr habt viele Informationen bekommen. Ihr habt noch eine nette Mattkombination gesehen. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden und einverstanden. Wir gucken wieder nach der sechsten Runde auf die Tabelle, auf den Zwischenstand bei der Europameisterschaft Individual Chess Championships. So heißt es ja. Und dann geht es weiter. Also. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts mehr. Oder wenn ihr mögt, unterstützt mich auch gern mit einer Spende via PayPal. Oder überlegt euch, ob ihr nicht Kanalmitglied werden wollt. In diesem Sinne, macht's gut, solange tschüss und bye bye.